Bühne frei. Gemacht hat, das macht er so schnell. Keine Nacht. Wer ist denn der schicke Mann in der Loge beim Alten? Mädchenhändler. Aber du brauchst keine Angst zu haben, der kauft nur Stab. Ich habe aber genau gesehen, wie er mich dauernd angestarrt hat. Ja, deswegen wird er auch nichts aus dir, weil du immer ins Publikum guckst und nicht auf dir arbeitest. Thank you.
Wenn wir den Urlaub geben, das hängt von unserem Kulturausschuss ab. Well, that's all right. Wenn ausschüssen werde, gehen wir sehr schnell auf Handelseinig. Dankeschön. Wie war ich, Kostja? Sag ehrlich, war ich schlecht? Im Gegenteil, du warst großartig, wie immer. Meinst du, wir schaffen es mit drüben? In 4 Wochen spazieren wir am Brotweg. Was werden wir den New Yorkern zuerst vorsetzen? Sag bloß nicht Schwanensee. Nein, nein, etwas Modernes, Bolero oder Feuervogel. Oh. Was hast du? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel trainiert. Ich muss morgen unbedingt zu dir. Ja, bitte? Das soll ich hier für Versanden abgeben. Danke. Bitte sehr. Aber beeile dich, Mr. Reis erwartet dich. Mich allein? Ja, er will mit dir zu Abend essen. Du kommst selbstverständlich mit. Du bist nicht eingeladen. Das ist mir ganz egal. Heute Abend lass mich ja mal die Ski führen. Reis. Guten Abend, meine Damen. Das ist Mr. Reis. Kleine Mädchen, Mr. Reis. Good evening, Mr. Reis. Damit ist mein Englisch auch schon zu Ende. Sehr liebenswürdig, dass Sie gekommen sind. Sie sollen auch gar nicht Englisch sprechen, sondern tanzen. Und das können Sie. Davon habe ich mich heute Abend überzeugt. Ach, hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Herrn Tomkopf mitgebracht habe. Aber bitte, es vereinfacht die Sache. Da können wir auch gleich das Geschäft erledigen. Ich möchte nichts essen, nur etwas trinken, bitte. Ich habe Sekt bestellt. Vielen Dank. Ich möchte gerne einen Wodka. 2 Wodka wie immer. Ihr Whisky kommt gleich. Und was wird mit dem Sekt? Auf dem bleibe ich allein sitzen. Da soll er eine fantastische Gage geboten haben. Was nennst du fantastisch? $1,000. Pro Woche? Pro Abend natürlich. Nachdem wir also eine spirituelle Basis gefunden haben, steht unserem Abschluss wohl nichts mehr im Weg. Ihr Tempo ist etwas atemberaubend, Mr. Reis. Damit werden wir also engagiert. Wieso wir? Sie sind engagiert. Und der Choreograf? Oh, wir haben mehr als genug davon in den Stadt. Alle besser als die kontinentale Schule. Naja, er meint, der Geschmack drüben ist anders. Vielleicht haben wir gar keinen Geschmack. Aber wir haben Fantasie. Ich weiß nicht, ob ich mich so leicht werde von der europäischen Schule lösen können. Oh, ich glaube das Gegenteil. Man wird drüben ihr Talent erst zur vollen Entfaltung bringen. Es tut mir leid, Miss Reis. Ich muss jetzt gehen. Ich habe morgen früh eine sehr anstrengende Probe. Und mein Ballettmeister nimmt es sehr genau mit der Arbeit. Oh, I'm sorry. Aber wir sprechen uns doch noch. Ich werde Ihnen morgen meine Entscheidung mitteilen. Gute Nacht. Gute Nacht. Setzen Sie sich, Mr. Reis. Wollen Sie jetzt auch Sekt? Oh, es ist heiß hier. Das dumme Gesicht von Mr. Reis werde ich nie vergessen. Immer noch bestimmt? Ich sage natürlich ab. Hast du dir das so gut überlegt? Da gibt es nichts zu überlegen. Was soll ich ohne dich am Baudelaire anfangen? Darf ich den Herrn bitten, es nicht bequem zu machen? Das würde ich nicht lieber hinlegen? Natürlich, mein Herr. Ich lege mich hin und sehe dir zu, wie du uns einen Cocktail mixt. Deine Spezialmischung, Trollkapitel. Und dein Opfer zu begießen. Das ist doch kein Opfer. Hast du eigentlich die Kostümentwürfe schon gesehen? Bekommen sie morgen. Ich freue mich wahnsinnig auf den Bolero. Aber der Bolero wird eine harte Arbeit werden. Das soll mir recht sein.
modernes Ballett. Hast du Fieber? Deine Augen glänzen so. Wirklich? Vielleicht möchten Sie dich daran erinnern, dass heute unser Jahrestag ist. Du hast es natürlich vergessen. Ja. Damals saßen wir uns auch gegenüber, aber an verschiedenen Tischen. Du hattest eine Zitronenlimonade bestellt. Mein Cocktail war mir zu teuer. Heute weiß ich gar nicht mehr, wo ich den Mut hernahm, aufzustehen und dich anzusprechen. Du warst auch noch so unfreundlich. Na, hör mal, da kommt ein ausgewachsenes Mädchen und sagt, ich will Sie nicht stören, Herr Tom Koffer, ich möchte gern zum Ballett. Haben Sie überhaupt schon mal getanzt? Ja, nein, das heißt, ja, bloß 10 Jahre, aber ich darf Ihnen gar nicht vortanzen. So, wer verbietet Ihnen das? Das Theaterbüro, das Ballett ist überfüllt, sage ich. Und dann musste ich mich an deinen Tisch setzen und du hast mir einen Cognac bestellt. Du bist ganz rot geworden. Bis zu den Ohrläppchen. Genauso wie jetzt. Das soll vorkommen, bei Verliebten. Du hast heute genug getrunken. Und das Trinken habe ich auch von dir gelernt. Alles habe ich von dir gelernt. Auf dein neues Ballett. Auf unser Ballett. Wir werden uns nie trennen. Kostja, versprich mir das. Bettina, du bist beschwipst. Jetzt gehst du aber schlafen. Ich bin hellwach. Aber wie du bist. Ich gehorche meinem Herrn und Meister. Aber hol mir bitte ein Luminal, sonst mache ich die ganze Nacht kein Auge zu. Wo hast du es? Auf meinem Nachttisch. Ich bin betrunken, Kostja. Verzeih mir, aber ich liebe dich. Kostja! Bettina! Kostja! Bettina, was hast du? Komm dir, bitte. So weit weg. Was ist mit dir? Ich möchte bitte den Chef aussprechen. Der Herr Chefarzt kommt erst in der Früh. Aber irgendjemand muss wieder Auskunft geben können. Der Arzt, der Sie untersucht hat. Gehört das der Patientin? Sie müssen sich bis zum Morgen gedulden. Die Patientin ist bei uns in guter Obhut. Ach, Sie sind doch Herr Tomkow, nicht wahr? Ja, bitte, Herr Doktor, was fehlt, Frau Sonnen? Das wird sich noch herausstellen. Gestatten Sie. Kehl. Warum kann ich nicht zu Ihnen? Das geht leider nicht. Bei einem Verdacht einer infektiösen Erkrankung pflegen wir die Patienten bis zur endgültigen Diagnose zu isolieren. Das ist nicht so eine Vorsichtsmaßnahme. Sie haben also einen bestimmten Verdacht. Das wäre verfrüht. Ich möchte dem Herrn Chefarzt nicht vorgreifen. Darf ich Sie bitte mich jetzt entschuldigen? In dem Theater werde ich immer die zweite Garnitur sein. Das macht mich langsam ganz krank. Warum sprechen Sie denn nicht mal mit dem Chef? Der hat doch eine Schwäche für Sie. Davon habe ich leider bis jetzt nichts bemerkt. Moin, Herr Oberst. So, nun heben Sie doch mal Ihr linkes Füßchen. Na, jetzt nicht noch etwas? Denken Sie, Sie sind auf der Bühne? Ich bin ein böser Kritiker, der es auf Ihre Achillesferse abgesehen hat.
Für SR links deutlich abgeschwächt, tibialis anterior funktionslos. Bitte, darf ich jetzt mit Kostja sprechen? Ich hab doch Blutweh. Muss ich lange hier bleiben? Tja, die heutige Vorstellung werden Sie wohl versäumen müssen. Wollen Sie mir nicht sagen, was mir fehlt? Wahrscheinlich haben Sie in letzter Zeit etwas zu viel trainiert. Sind die Muskeln ein bisschen widerspenstig geworden, ja? Aber das bringen wir wieder in Ordnung. Keine unnötige Bewegung. Gemütsbewegungen eingeschlossen, ja? Sie müssen mir übrigens ein Autogramm für meine Jüngste geben. Sie schwärmt noch so von ihrem Dornröschen. Notfalls geben Sie Polamidon. Die Somnolenz gefällt mir gar nicht. Alle Symptome deuten auf, ne? Ich würde sagen, wozu Neuritis? Vorsicht, Herr Kollege, ja, das klinische Bild ist noch sehr dubios. Mein Verdacht würde eher auf Polio gehen. Ich fürchte es auch. Und das bei einer Tänzerin. Olaf ist natürlich kein Wort zur Patientin. Herr Professor. Ja, Sie? Oh, das ist Herr Tomkopf, ein Kollege von Frau Sand. Ach ja, ich hatte gehört. Einstweil ist kein Grund zur Beunruhigung. Dann darf ich jetzt zu ihr? Ich gleich, sie ist eben eingeschlafen. Was soll ich machen? Tomkopf und die Tanten sind immer noch nicht da. Am besten ist, wir blasen die Probe einfach ab. Tür zu. Sie haben aber Nerven, Entschuldigung. Kann ich denn eine Gedanken sprechen? Tür zu. Der Chef ist heute für niemand zu sprechen. Was ist denn das hier für ein Lärm? Kann ich denn noch nicht sprechen? Herr Tomkopf, sind noch nicht zur Probe erschienen, Herr Essendamm. Wieso? Haben Sie schon zu Hause angerufen? Ja, da antwortet niemand. Kann ich Sie im Moment sprechen, Herr Essendamm? Was machen Sie? Sie können doch nicht einfach von der Probe weglaufen. Ach so. Ja, was wollen Sie? Sie haben mir doch für das neue Ballett ein Solo versprochen. So? Ja, das muss aber Herr Tomkopf entscheiden. Wo kann er denn nur stecken? Ja, und, vielleicht hat er mit Frau Sansen zu lange gefeiert. Hier ist die Figurine zum Bolero für Frau Sansen. Tür zu! Das alles natürlich im blauen Krebs-Satin. Quanto? Due Mila. Zu viel? Da ist er ja. Mann, wie sehen Sie denn aus? Ist Frau Sansen auch schon da? Was ist denn los mit euch? Was passiert? Bettina ist gestern Nacht in St. Katharina geliefert worden. Was? Die Proben müssen vor ein paar Tagen unterbrochen werden. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Verständigen Sie sofort die Presse heute statt des Ballettabends Rigoletto. Veranlassen Sie Radiodurchsage und schicken Sie sofort Blumen an das St. Katharinen Krankenhaus für Frau Sand. In Ihrem Namen? Ja, ich meine natürlich fürs ganze Theater. Schreiben Sie herzliche Glückwünsche. Ich meine Genesungswünsche, Gott sei Dank. Was machen Sie denn noch hier? Ich warte auf Sie, Herr Intendant. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Kommen Sie morgen. Oder bleiben Sie mal. Und bitte die Nachrichten abholen. Wir müssen unbedingt mit dem Opernhaus. Ja, ich warte. Zum Beispiel Irene Gerber. Irene Gerber ist doch undiskutabel. Wieso? Die ganze Fotografie ist auf Bettina abgestellt. Ohne sie kann ich überhaupt nicht probieren. Aber sie kann doch wenigstens markieren. Oder? Auch nicht markieren. Aber sie kann markieren. Ich habe es angesagt, ein Ballettabend Rigoletto. Ja, hallo. Ja, wegen plötzlicher Erkrankung von Frau... Tür zu! Verzeihung. Wegen plötzlicher Erkrankung von Frau Bettina Sanden. Starten Sie? Halten Sie mich für so unsicher? Wie kommen Sie darauf? Ein Ersatz für Frau Sanden bin ich natürlich nicht. Wenn Sie gelauscht haben, dann kennen Sie auch meine Ansicht. Verrückt werden. Seit Tagen dasselbe. Rufen Sie wieder an, kommen Sie morgen vorbei. Ist das hier ein Krankenhaus oder ein Gefängnis? Jedenfalls ist es kein Theater. Ich würde sich umbieten, sich zu mäßigen. Ich will endlich Frau Sanden sprechen. Oh, Sie werden schon dringend erwartet, Herr Professor. Guten Tag, Schwester Sophie. Guten Tag. Ich sage dem Chef sofort Bescheid. Von mir sagen Sie, dass er so nicht gestört werden. Ich bestehe darauf. Verzeihung, Herr Tom. Kennen Sie mich?
Seit Jahren habe ich Ihre Inszenierungen mit größtem Interesse verfolgt. Nur schade, dass Sie nicht mehr selber tanzen. Forster. Der Chef ist bestimmt. Danke, Schwester. Ich habe Frau Sanden immer sehr bewundert. Sie ist die beste Ballerina, die wir seit Jahren an der Oper hatten, nicht wahr, Schwester? Ich gehe nie ins Theater. Und dann nehme ich Sie das nächste Mal mit. Wann soll denn Ihr Bolero herauskommen? Die Probe sollte schon vor 4 Tagen anfangen. Da muss sich Kollege Brinkmann aber anstrengen, um den Zeitverlust wieder aufzuholen. Der Chef lässt bitten, Herr Professor. Danke, Schwester. Ja, ich hoffe, dass wir, sagen wir, bis 5 Uhr etwas klarer sehen. Wo kann ich Sie dann erreichen? Ich komme lieber noch mal hin. Gut. Würden Sie mir das anvertrauen? Ich bin zuverlässig. Es ist ja wohl keine Strickleiter darin, mit der unsere Ballerina aus dem Gefängnis entweichen kann. Danke, Professor. Wann sind die Lähmungserscheinungen eingetreten? Gestern Abend. Welche Muskelpartie? Das ist der rechte Deltoides und der linke Tibialis anterior. Und der Quadriceps femoris? Ja, macht mir seit heute auch Sorgen. Weißt du, wie es mit dir steht? Natürlich nicht. Ich habe nur von Nervenentzündung gesprochen. Ich schwinge Ihnen einen Besuch mit, Frau Sanden. Kostja! Dann leider nur ein Vorbote, gnädige Frau. Bitte. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh. Mein Kostüm für den Bolero. Wie kommen Sie dazu? Ich habe den Auftrag bekommen, es Ihnen zu überbringen, weil Herr Tomkopf noch nicht zu Ihnen kommen darf. Aber Herr Dr. Brinkmann wird Ihnen ja bald Besuch erlauben. Schön ist das Kostüm. Wann werde ich es wohl tragen dürfen? Darüber unterhalten Sie sich am besten mit meinem Kollegen, Herrn Professor Forster. Er hat eine Kapazität auf seinem Gebiet. Ich muss doch schnell eine Visite machen. Dann können Sie mir vielleicht endlich sagen, was mir fehlt. Nun bin ich also entlarvt. Ich hätte lieber mit Ihnen noch eine Weile vom Theater gesprochen. Die Antwort fällt Ihnen wohl schwer. Ich würde Ihnen gern die Wahrheit sagen, aber in meinem Fach ist sie ein etwas unsicherer Faktor. Ich werde mir alle Mühe geben, ihr auf die Spur zu kommen. Ich kann Sie nur bitten, mir zu vertrauen. Bitte einschalten. Bewegen Sie mal den rechten Fuß. Versuchen Sie es noch einmal. Trauen Sie sich doch zu. Na, sehen Sie, das geht doch. Der Muskel ist nicht völlig entnervt. Danke, das genügt. Ich habe mich etwas verspätet. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie zufällig eine Zigarette? Geht es schlimm? Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich möchte aufrichtig zu Ihnen sein. Es steht auch nicht gut. Ich könnte Ihnen natürlich eine umfangreiche medizinische Erklärung abgeben, aber das würden Sie doch nicht verstehen. Wie kann es auch ein Laie verstehen? Es handelt sich um einen Fall spinaler Kinderlähmung. Glücklicherweise sind die betroffenen Nervenzentren nicht ganz zerstört. Es ist durchaus möglich, ihre Funktionen neu zu erwecken, wenn kein Muskelschwund eintritt. Aber sie wird wieder tanzen können.
erst muss sie wieder gehen, Werner. Und wie lange geht das dauert? Das hängt ganz vom persönlichen Willen ab. Aber Sie dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich habe nämlich damit gerechnet, dass Sie mein Bundesgenosse werden. Die Untersuchung hat Frau Sanden heute ziemlich angestrengt. Aber wenn Sie morgen kommen, dann müssen Sie ihr Mut machen. Mut zum Gesundwerden. Na? Nun? Sie haben eine schwere Arbeit vor sich. Was fehlt Ihnen? Sie müssen wieder laufen lernen, wie ein kleines Kind. Und mein Arm? Du denn? Dann können Sie doch bewegen. Nein. Aber wenn Sie nun plötzlich jemand umarmen müssten. Sie sollten sich nicht über mich lustig machen. Nein, nein. Kommen Sie. Wir versuchen das gleich. So. Jetzt legen Sie mal den Arm um mich. Na, sehen Sie. Das geht ja. Herr Tomkow. So. Die Übung werden wir jetzt öfter wiederholen. Ich komme später nochmal vorbei. Bitte. Würden Sie mir einen großen Gefallen tun? Bitte? In meiner Nachtschublade ist mein Lippenstift. Geben Sie mir bitte. Der Linken geht es so schlecht. Würden Sie vielleicht? Kostja. Sie ist großartig aus. Nee, ganz nah. Oder hast du etwa Angst, dass ich dich anstecke? Anstecke? Der Arzt hat mir gestern gesagt, dass du bald wieder aufwachst. Sind beide schon mal. Ich verstehe dir deinen Mut zu machen. Eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie fühlst du dich denn? Hast du Schmerzen? Hm. Wie geht es auf den Blumen? Wir warten natürlich auf dich. Das Tür. Gefällt es dir? Hm. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Wir sind der Chef damit einverstanden? Er ist mit allem einverstanden, wenn du bloß wieder kommst. Wenn es nun länger dauert? Was? Ich möchte die Premiere nicht gefährden. Wer käme denn als Ersatz für mich entfernen? Für dich gibt es keinen Satz. Ich werde doch unser Ballett nicht mit einer anderen machen. Da kann sich der Chef auf den Kopf stellen. Der hat aber einen harten Schädel. Den habe ich auch. Dieses Ballett bleibt für dich, Chazelle. Oder er soll sehen, wo er einen Ersatz für uns beide findet. Komm, gib mir lieber einen Kuss. Wir werden uns nicht trennen. Da darfst du nicht zweifeln. Ja, Schwester. Du musst jetzt gehen. Komm bald, Rita. Wann kommt sie denn wieder? Hallo, Kostja. Guten Abend. Tomkow. Sie sich nicht stören. Beim Essen können Sie mich nicht stören.
Nehmen Sie Platz, was wollen Sie haben? Wodka, doppelt. Bei Bettina in der Klinik ist, leben Sie nur von Wodka, richtig? Waren Sie heute bei ihr? Ja, der Chefarzt ist selbst überrascht, wie schnell die Heilung fortschreitet. Vielleicht wird noch eine kleine Nachkur nötig sein, aber... Sie glauben mir wohl nicht. Ich muss mich wohl am Telefon verhört haben. Der Chefarzt hat mir zwar keine genaue Auskunft gegeben, aber so viel habe ich verstanden, dass wir für die nächsten Monate auf Bettina verzichten müssen. Leider. Sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Ich habe mich nicht ohne Grund hergebeten. Seit ungefähr einem Jahr wäre ich unentwegt von der Presse angegriffen, dass ich den Nachwuchs nicht genügend fördere. Wenn wir jetzt wirklich die Bolero umsetzen müssen, dann möchte ich gerne ein Experiment wagen. In diesem Fall mache ich kein Experiment. Sie wissen, dass ich nicht gerne den Intendanten herauskehre. Aber in diesem Falle muss ich darauf bestehen, dass Sie zumindest einen Versuch machen. Mit wem? Mit der Fräulein Gerwig? Ja, warum nicht? Sie ist wahrscheinlich ganz zufällig hierhin gekommen. Durchaus nicht, ich habe Sie hergebeten. Dann müssen Sie den Bolero ohne mich machen. Vergessen Sie nicht, morgen um 9 ist Probe. Herr Ober, bringen Sie ihm die Mantel und das Geld. Bitte, das eingeladen. Guten Abend, Herr Tom. Grenzen. Mit ihren ewigen Grinsen werden Sie das Publikum nicht betrügen. Keine Vase vielleicht. Würden Sie sie vorläufig ins Waschbecken legen? Ja. Alle verwöhnen mich. Krank sein hat auch etwas Gutes. Wenn man so nimmt. Doch, doch. Man nimmt die Dinge nicht mehr so wichtig. Eigentlich wären Sie doch die richtige Besetzung für den Bolero. Ich? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Kostja nicht von selber darauf gekommen ist. Setzen Sie sich zu mir. Darf ich? Sie sehen ja so erstaunt aus. Trauen Sie sich dem Bolero nicht zu? Oh ja, schon. Aber... Oh. Oh, da habe ich ja was Schönes angerichtet. Das ist doch nicht so schlimm. Sie meinen wirklich, dass ich dem Bolero tanzen kann? Ja, aber Herr Tunkow lehnt mich ab. So? Soll ich mal mit ihm sprechen? Das war furchtbar lieb von Ihnen. Ach, ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Und vielen, vielen Dank.
Die Kollegen brauchen nicht zu wissen, wie es mir geht. Ja, nein. Wollen Sie mitfahren? Gehabt? Was hat die Gericht von dir gewollt? Sie hat mir Blumen gebracht. Und dabei war sie ein bisschen ungeschickt. Sieht ihr ähnlich. Warum so böse? Lass mich mal. Wie geht's dir? Besser. Aber du machst mir Sorgen. Ich? Wieso? Du musst wieder arbeiten, Kostja. Warum willst du es nicht mit der Gerwig versuchen? Jetzt fängst du auch noch an. Du bist ja im Krankenzimmer. Sie ist wirklich eine gute Tänzerin. Wer weiß, wann ich wieder auftreten kann. Willst du etwa leider den Platz abtreten? Ich mach den Bolero nur mit dir. Du wirst wieder gesund werden und dann... Und dann werden wir heiraten, nicht wahr? Ja, natürlich. Dann arbeiten wir wieder zusammen. Und dann werden wir uns ein Haus bauen. Mit einem hübschen kleinen Garten davor. Und dann wirst du mich auf dem Kiesbeck im Rollstuhl fahren. Bitte hör auf, das ist doch Unsinn. Aber Sir, ich weiß, ich bin heute unausstehlich, lieber. Dann ist nur diese Person schuld. Du tust dir Unrecht. Aus Liebe zu mir tust du ihr Unrecht. Fräulein Gerwig zu Hause. Da muss jetzt erst einmal nachsehen. Ja, geschwind schon, denn. Der Herrnbild sei uns eigentlich nicht gestattet. Meine Platte zerkratzt. Wie konnte Sie Frau Sand belästigen? Sie haben wohl gar keine Mumie. Sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Nein, ich wollte nur etwas klarstellen. Wollen Sie sich nicht setzen? Sie haben sich geirrt, mein Fräulein. So können wir sich keine Chance erschleichen. Wollten Sie das klarstellen? Allerdings. Wie können Sie sich an die Stelle einer Bettina Sanden drängen? Was sind Sie eigentlich gegen Bettina Sanden? Vorläufig nicht. Aber auch eine Bettina Sanden hat einmal angefangen. Irgendjemand hat an Sie geglaubt. Sonst wäre sie nicht die große Tänzerin geworden. Ich habe bis jetzt immer in Ihrem Schatten gestanden. Können Sie mir jetzt verdenken, wenn ich jetzt zupacke? Und dabei weiß ich ganz genau, was ich riskiere. Denn selbst wenn der Intendant seinen Willen durchsetzt, selbst wenn ich für Bettina tanzen darf, man wird mich doch mit ihr vergleichen. Die Presse wird schreiben. Ganz nett, die Kleine. Aber was ist sie gegen Bettina Sanden? Und das Publikum wird sagen, sie ist doch keine Bettina Sanden. So sieht die Chance aus, die ich mir erschleichen wollte. Fangen Sie nicht wieder an zu weinen. Ich bin zu lange beim Theater. Tränen machen mir keinen Eindruck mehr. Oh, gehen Sie! Ich bin so fort! Ich will die Rolle nicht mehr! Sie können dem Intendanten sagen, dass ich eingesehen habe, wie verletzlos ich bin. Ich dachte, wir hätten morgen früh Probe. Drei, vier.
bitte noch einmal Sonntag 16. Sie machen ihn sehr gut, aber schonen Sie sich. Greifen Sie der musikalischen Steigerung nicht vor. Sehr gut. Ich hab's gewusst, Tomkopf, Sie holen sie aus der Gerwig raus. Aber eigentlich solltet ihr doch mal auf die Uhr schauen. Kurz viel weit über die Zeit. Schluss, Kinder, Mittagspause. Ja, ist mir toi 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 nicht mehr fangen.
Ich wollte gerade zu ihr den Fernsehapparat ausschalten. Was? Den Fernsehapparat? Ja, sie wollte gerne das heutige Programm sehen. Hoffentlich hat ihr das nicht geschadet.
Bereiten Sie alles vor, dass Frau Sam morgen Mittag nach Hohentamm übersiedeln kann. Kann ich die Briefmarken haben? Onkel Kalborn ist nämlich Sammler. Ach so. Na, das ist das ganze Kuvert. Danke. Ich hab wieder was für dich. Übersee. Übersee? Ah. Hallo, hallo. Ja, wenn alle so rumputschieren wie unsere Evelyn, können wir uns bald einen Verkehrsschutzmann zulegen. Aber nein, Evelyn, ich kann nicht extra wegen dir einen Schutzmann engagieren. Du musst dich schon mit Onkel Kalborn begnügen. Aber jetzt werden wir mal der Puppenwagen aus dem Stall holen. Machen wir. Ach, da ist ja nicht mal eine Puppe drin. Die kriegst du von mir zur Belohnung, wenn du wieder richtig laufen kannst. Was werden wir Ihnen zur Belohnung schenken, wenn es soweit ist? Bitte keine Puppe. Sind Sie mit dem Zimmer zufrieden? Oh ja. Es hat viel Sonne. Herr Tomkopf hat angerufen. Haben Sie meinen Wunsch respektiert? Ich habe ihn gebeten, Sie vorläufig nicht zu besuchen. Danke. Ich habe was sehr Hübsches für Sie, Tomkopf. Wo habe ich es denn nur? Würden Sie nicht gern mal im Ausland inszenieren? Ne, warum nicht? Der spanische Kulturattaché war nämlich in unserer Premiere. Der Bolero hat ihm scheinbar außerordentlich gefallen. Und? Sagen Sie, haben Sie draußen den Brief von der Oper Barcelona? Ich finde ihn nämlich hier. Jana, bring Sie mal schnell rein. Urlaub würde ich Ihnen bewilligen. Frau Gerwig, möchten Sie einen Augenblick sprechen? Ja, natürlich, wo ist sie? Sie wartet draußen. Na, schnell soll reinkommen. Sie haben doch nichts dagegen. Der Herr Intendant lässt Ihnen, Frau Gerwig. Guten Tag, Herr Intendant. Guten Tag, mein Kind. Guten Tag, Herr Ballettmeister. Sie haben etwas zu besprechen. Was wir zu besprechen haben, das können Sie ruhig mit anhören. Tür zu! Sie machen das so geschickt. Warum sind Sie eigentlich nicht Feinmechaniker geblieben? Da wissen Sie, mit Ihrer Hand ist doch nicht das Richtige. Lieber ein ganzer Krankenpfleger als ein halber Feinmechaniker, stimmt? Ja? Ja, bitte. Und wenn Sie mehr brauchen, klingeln Sie bloß. Dann bitte ich mir einen Servierschürzen. Ich durfte dich ja nicht besuchen. Ich wollte dir meinen Anblick ersparen, solange. Bitte setz dich doch. Solange? Solange ich mich nicht richtig bewegen konnte. Jetzt geht's schon wieder ein bisschen. Dornröschen. Das machen wir zusammen in der nächsten Spielzeit. Hast du es Torwald schon vorgeschlagen? Sicher. Und was hat er gesagt? Im Moment hat er andere Sorge. Die hat er immer. Dafür ist er Intendant. Ich habe dir ja noch gar nicht zu deinem großen Erfolg gratuliert. Irene hat mich durchaus ersetzt. Doch, doch. Sie ist wirklich großartig gewesen. Das hast du doch gar nicht gesehen. Ich habe aber die Kritiken gelesen. Du hast ja den Zucker vergessen. Bettina, ich brauche deinen Rat. Ja? Ich soll an der Oper in Barcelona den Bolero inszenieren. Das freut mich für dich. Und diesmal kann ich leider nicht mitkommen. Da musst du eben allein gehen. Du sagst das nur. Schließlich. Und schließlich dauert so ein Gastspiel doch nicht ewig. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß nicht, 4 bis 6 Wochen. Je nachdem, wie wir Erfolg haben. Wir? Ich habe es ja nicht daran gebunden, aber die Direktion in Barcelona besteht darauf. Von wem sprichst du eigentlich? Und wird von Irena Gerwig natürlich. So. Na ja, natürlich. Verstehe schon, dass man euch beide will. Bettina, was soll ich machen? Du musst doch verstehen, ich muss arbeiten. Auch mit Irena Gerwig. Aber das alles hat ja schließlich nichts mit uns zu tun. Eben. Du hast doch immer gesagt, dass wir zusammenbleiben wollen. Und selbst wenn du es wolltest, ich könnte nie von dir loskommen.
noch eine Bitte an Sie. Bettinas Vertrag wird für die neue Spielzeit nicht erneuert. Sie soll sich um die Zukunft keine Sorgen machen. Wenn es soweit ist, ich bin auch noch da. Nur wenn es soweit ist, dann werden wir uns schon verständigen. Also, gute Reise, viel Erfolg. Danke. Übrigens, wo sind Sie zu erreichen? Hotel Prado, Barcelona. Langsam, junges Fräulein. Mit dem Tempo kommt ja ein alter Mann nicht mit. Hey, was hast du jetzt gemacht? Jetzt geht's ja. Hat ja gar keine Scham gegeben. Na, sei froh, wir sollen das bezahlen. So, und jetzt wollen wir uns mal unsere Puppe holen. Das hast du fein gemacht, Evelyn. Ich könnte dich direkt darum beneiden. Bekomme ich jetzt meine Puppe? Ja, sie ist im Schreibtisch. Hol sie nur. Würden Sie bitte dem Professor sagen, dass ich ihn gerne sprechen möchte? Machen wir. Herein. Die Post versenden. Danke, Schwester. Sie ist aber schön. Ja, sehr schön. Bekomme ich die Marken von Vitalbon? Lass mich jetzt mal lesen. Ganze Karte? Was ist denn das? Ein Gruß aus Barcelona. Nein, das Bildtier. Ein totes Stier. Hat ihn der Mann noch getötet? Wahrscheinlich. Warum hat er das getan? Weil die Menschen grausam sind. Alle? Nun lässt du mich aber allein. Bist du traurig wegen des Stiers? Nur ein bisschen müde. Jetzt gehst du. Aber warte, wir rufen Onkel Kalborn. Wozu denn? Ich kann doch allein bis zur Terrasse gehen. Der Onkel Kalborn wird Augen machen. Pass auf! Siehst du, es ist ganz einfach. Setz dich lieber draußen hin, bis Onkel Kalborn kommt. Für heute bist du genug gelaufen. Und mach die Tür zu, bitte. Aber ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Aber Sie müssen doch ein bisschen Geduld haben. Die habe ich ja, ich habe ja viel zu viel Geduld. Olé, muchachos, la ballerina alemana! El bolero, por favor. Fausto, bringe mir las Rolls von der Ballerina. Siehst du, wie du berühmt bist? Hast du was dagegen? Was soll ich dagegen haben? Schließlich ist es mein Erfolg, dass du berühmt bist.
Verzeihen. Don Miguel Matafiendo. Er ist Soferin. Er ist der Matador der Grande de Catalunya. Der größte Toreador von Barcelona. Er besser zu sehen, der Ufet, als der Donne zu Sentimentos. Er sieht diese Blume mit seinen Gefühlen, der größte Bewunderung. Er ist das Flores. Der Stier ist tot, es lebe der Torero. Tengo envidia del viento que besa tus formas lindas. Was hat er gesagt? Er beneide den Wind, der dich küsst. Oh, diese Spanier sind wirklich reizend. Ist ja auch kein Spanier, wer eine schöne Frau nicht offen bewundern würde. Na also. Aber es ist völlig unspanisch, wenn die Dame darauf reagiert. Bist du eifersüchtig? Bis hochbegabt gewesen, aber eine kleine Bestie. Ist das eine Liebeserklärung? Davon steht nichts in unserem Vertrag. Verträge sind doch dazu da, dass man sie bricht. Kann das Theater sein? Ich kann noch warten. Noch sehr wichtig. Nicht so wichtig, Gott. Hallo, ja? Ist für dich? Ja, Domkopf. Was? Und wo? Gut, ich warte. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät anrufe. Ich konnte Sie nicht vorher erreichen. Ja, Herr Professor, ist etwas passiert? Nein, nein, nein. Frau Sanden geht es gut, wenigstens den Umständen nach. Ja, ja, sie ist in einer Krise. Vielleicht ist es nur das Alleinsein. Sie müssen mir helfen. Bitte, bitte sprechen Sie mit mir. Ich lasse Sie gleich verbinden. Übrigens, Herr Tomkopf, wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir Frau Sanden in den Glauben lassen, dass Sie angerufen haben. Ja, ja, natürlich. Ja? Kostja! Bettina! Danke, es geht mir gut. Entschuldige, dass ich dich noch so spät... Ich hatte plötzlich Angst um dich. Geht es dir wirklich besser? Du musst es gespürt haben, wie sehr ich an dich gedacht habe. Kostja, liebst du mich noch? Bitte, 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 sag es mir, dass du mich noch liebst. Ich schwöre es dir, Bettina. Ich liebe dich. Hallo? Bist du unterbrochen worden? Wem lügst du nun eigentlich? Vielleicht niemand. Das ist doch keine Antwort. Hätte ich ihr vielleicht am Telefon sagen sollen, dass wir uns lieben? Sag mir bitte. Liebst du mich wirklich? Warum sprichst du immer von Dingen, über die man nicht sprechen soll? Wozu sind die Worte da? Ich will sie hören. Du bist sehr versöhnt hier. Hast du alles bekommen, was du willst? Morgen, Frau Sanden. Wie fühlen Sie sich heute? Ich glaube, in der letzten Zeit habe ich Ihnen viel Sorgen gemacht. So, dafür sind Sie ja Patientin. Patientin, das klingt nicht schön. Wie soll ich sonst sagen? Karl Born sagt immer, hier gibt es keine Patienten, sondern nur Leute, die wohl im Begriff sind, gesund zu werden. Ach, ich er hat genau begriffen, auf was es mir ankommt. Wissen Sie, wer mich heute Nacht angerufen hat? Nach Ihrem Lächeln ist es nicht schwer zu erraten. Sagen Sie mir aufrichtig, Professor. Kann ich wieder gesund werden? Sicher? Ich meine ganz gesund. Wie ganz gesund? Werde ich wieder tanzen können? Genauso wie früher. Wozu dann die Anstrengung? Dann hat das ganze Leben für mich keinen Sinn mehr. Frau Bettina, das dürfen Sie nicht sagen. Es gibt ja noch anders als tanzen können. Nicht für mich. Also gut, dann einigen wir uns.
Je intensiver Sie wieder tanzen wollen, umso eher werden Sie wieder gehen können. Ich werde Ihnen mit allen Mitteln dabei helfen. Einverstanden? Ja. Sind meist enttäuschend. Es kommt immer nur auf die Premiere an. Keine Angst. Kein Mensch ist draußen. Hab ich gemacht. Na? Sagen Sie zuerst alle, sonst vergessen Sie mal das kranke Bein da, sonst muss nämlich der Vorhang fallen. Schwester Anni, herzlichen Glückwunsch zu den ersten Schritten. Danke. Von wem sind denn die schönen Blumen? Wer wird denn so neugierig sein? Da ist ja was drin. Kriege ich da auch was davon? Dann wirst du betrunken. Du denn nicht? Ich bin es schon. Ja? Entschuldigen Sie, Störung. Machen Sie. Ein Brief? Leider nur die Monatsrechnung. Aber ich habe schon gehört. Gratuliere. Danke. Aber so viel habe ich doch gar nicht telefoniert. Das Gespräch mit Barcelona ist auch dabei. Ja, aber da bin ich doch angerufen worden. Aber nein, ich habe das Gespräch bei Herrn Professor selbst angemeldet. Ach so. Ja, ja, das stimmt. Sie wissen mein Irrtum. Auf Wiedersehen, Frau. Bitteschön. Du, Tante Bettina, meine Puppe kann jetzt tanzen. Soll ich dir mal zeigen? Ein andermal. Du musst jetzt gehen. Aber morgen bestimmt. Ja, ja, morgen. Auch zu Ihrer Therapie? Nicht unbedingt, aber das kann nicht schaden. Bin ich also eine Art Vorzugspatientin? Haben Sie das noch nicht gemerkt? Ich möchte auf Ihre ersten Schritte trinken. Dass Sie ein guter Arzt sind, das wusste ich. Dass Sie aber auch ein Zauberkünstler sind, das war mir neu. Oh, wieso denn das? Naja, so mitten in der Nacht Barcelona herbeizaubern. Ich möchte das nicht gerade Zauberei nennen. Nennen wir es Vordium spielen. Leider hat Ihnen die Verwaltung einen Stich durch die Rechnung gemacht. Das Gespräch geht nämlich zu meinem Lasten. Und das ist auch in der Ordnung so. Aber Ihren Zweck haben Sie ja recht. Sind Sie mir böse deswegen? Nein. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und es ist auch ein Grund zum Feiern. Ja, bitte, ist das das Opernhaus? Ich möchte gerne eine Auskunft haben. Können Sie mir sagen, wann Herr Tomkow aus Spanien zurückkommt? Was? Ist schon zurück? Ja, aber seit wann denn? Seit Sonntag? Ja, und... Nein, danke.
Aber Sie haben Ihre Schlussabrechnung verlangt. Wollen Sie uns verlassen? Ja. Sie haben doch selber gesagt, vom ärztlichen Standpunkt sei nichts mehr dagegen einzuwenden. Vom ärztlichen Standpunkt nicht. Was wollen Sie denn jetzt tun? Ich werde mir ein Engagement suchen. Wir haben ein Provinztheater, werde ich schon noch unterkommen. Aber das ist doch kein Ziel für Sie. Sehen Sie mich doch an. Für ein großes Theater muss man stark und gesund sein. Ja, muss es denn das Theater sein? Gewiss, das hat seinen Zauber. Ich bin ihm selbst verfallen. Und das Leben hat doch noch andere Aufgaben für Sie. Ich kann ja auch Stenotypistin werden. Dazu brauche ich wenigstens nur meine Finger. Ich weiß, ich bin sehr undankbar. Und gerade Sie haben es am wenigsten getan. Ich habe als Arzt nur meine Pflicht getan. Sie haben sehr viel mehr getan. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das vergeben kann. Ich war sehr glücklich, dass ich mich um Sie kümmern durfte. Zum Abschied habe ich noch eine Bitte. Ja? Kommen Sie morgen Abend mit mir in die Oper. In die Oper? Ja. Ich möchte, dass Sie sich mit mir das Ballett ansehen. Den Bolero? Ja. Trauen Sie sich das zu? Ich weiß nicht. Sie müssen aber. Ich riskiere auch etwas dabei, Frau Bettina. Wollen Sie? Gut, ich komme. Selbstverständlich sind Sie für die gnädige Frau. Der Herr Intendant wird sich bestimmt sehr freuen. Darf ich bitten? Danke, Frank. Das ist nämlich ein neuer. Was darf ich bringen? Natürlich einen Wodka. Wodka. Falls mir das nicht schadet. Nein, ich passe schon auf. Für mich auch, bitte. Bitte sehr. Thank you.
Sie um diesen Tanz bitten? Ich soll tanzen? Selbstverständlich. Warum nicht? Sehen Sie, das geht doch sehr gut. Weil Sie mich führen. Dass ich wieder so weit bin. Dass ich tanzen kann. Ich bin ja so glücklich. Aber Bettina. Halten Sie mich ganz fest. Haben Sie keine Sorge, ich halte Sie. Nur wenn ich ungeschickt bin, dann trete ich Ihnen dabei auf die Füße. Guten Abend, Kostja. Guten Abend, Herr Gerber. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg. Danke. Darf ich mich anschließen, Forster? Nach der Tumor. Ich hätte dich morgen früh angerufen, aber wir mussten den Bolero ein bisschen auffrischen. Ich verstehe. Es freut mich, dass du so schnell gesund geworden bist. Weißt du, wem ich das verdanke? Dem Wunderdoktor. Deinem Anruf aus Barcelona. Wann fangen wir wieder an zu arbeiten? Das muss Professor Forster entscheiden. Jetzt möchte ich gerne meinen Intendanten begrüßen. Bettina, diese Freude. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie uns heute Ehre geben, ich hätte Ihre Loge bekränzen lassen. Mein ehemaliger Intendant. Forster, Vorwald, fand ich sehr. Über den ehemaligen sprechen wir noch. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Aber nein, wir haben uns ja an Ihren Tisch gesetzt. Franz. Sie ist wieder gesund. Sie kann wieder tanzen. Und du kannst wieder mit ihr arbeiten. Hast du schon das neue Ballett mit ihr besprochen? 2 Minuten. Tut's dir leid, dass sie nicht länger geblieben ist. Sie wird immer zwischen uns stehen. Sei nicht so dramatisch. Johnny. Und kam immer? Nein, Sherry. Seit er aus Spanien zurück ist, trinkt er nur noch Sherry. Bitte halten Sie. Ich möchte gerne einen Augenblick hinein. Was zum Bühneneingang? Ja, bitte. Bitte warten Sie. Ich bin gleich wieder da. Das ist aber eine Überraschung. Eigentlich bin ich ja böse auf Sie. Wieso denn, Schimanski? Sie waren heute im Theater und haben ja nicht einmal guten Abend gesagt. Und das wollte ich jetzt gerade nachholen. Darf ich einmal auf die Bühne gehen? Aber das ist doch eine Frage. Sie gehören doch dahin.
Herr Manzi, was machen wir denn da? Aber das gehört doch mit dazu. Bitte schalten Sie ab. Also dann, auf Wiedersehen, Frau Sandner. Thank you.